Morgen miteinander. Morgen zusammen. Ja, heute ist es bedeutend kühler. Wir sind jetzt losgelaufen, haben recht einen abwechslungsreichen, teilweise recht steilen, rutschigen Weg gemacht. Ist sehr herausfordernd, aber auch spannend gewesen. Zum Glück habe ich das Stück. Ich bin extrem froh über die zwei Dinge. Ich habe Gumminöppels weggenommen und habe mit der Metallspitze gearbeitet. Es hat richtig gut gehebt und funktioniert. Wer braucht schon Stöcke, wenn man auf dem Hosenboden runterrutschen kann? Ja, wir sind jetzt am ersten Ort angekommen. Das Bäuchli knurrt ein bisschen. Wir schauen jetzt noch, ob wir hier etwas schnabulieren oder ob wir einfach noch den Restproviant essen, den wir noch im Rucksack haben. Ja. Gestern der Jakob vom Niederland. Er hat erzählt, in Montbonnet haben wir auch alles abklappert oder abtelefoniert wegen der Unterkünfte. Hat es drei Amerikaner scheinbar, und die sind dort hingelaufen, sind ein bisschen fester gewesen, das heisst, sie mussten ein bisschen kämpfen. So wie er es erzählt hat, sind in Montbonnet angekommen, 15 km nach Le Puy, und dann haben sie nichts gefunden und haben sie mit dem Taxi wieder nach Le Puy und wollen wieder retour gehen. Ja, das, ist dann ein bisschen frustrierend, aber ja, das hat vieles mit der Organisation zu tun. Wir sind ja auch ein bisschen auf die Welt gekommen. Wir haben Glück gehabt. Aber wenn du über den Teich gehst und dann solche Überraschungen gerade am ersten Tag erlebst, ist dann nicht unbedingt ein super Start. Ja, das ist nicht schön. Ja. Ja. Gut. Ja, wir haben eben, wie gesagt, zwei Holländer kennengelernt. Den Jakob. In Holland sagt man ihm Jaap. Und ich habe ihm gesagt, die Kurzform von Jakob in der Schweiz sei Köbi, und hat er so lachen, so darum herzig gefunden. Und seine Frau, die Magdalena. Magdalena und der Köbi. Der Köbi. Gut. Gut. Dann fahr bis später. Wir haben etwas zum Futter über Post. Bis später. Tschüss.
Hallo miteinander. Ich kann euch nur sagen, jetzt haben wir recht viele Höhenmeter gemacht. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin wie aufgetänzelt. So ein schönes Gefühl, wenn es einem gesundheitlich gut geht, körperlich gut geht, mental gut geht. Ah, es ist einfach schön.
miteinander. Hoi zusammen. Ich muss sich mal etwas anderes einfallen. Ja, wir sind in Zug angekommen. Es war ein fantastischer Tag. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin geflogen. Es war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Es war eigentlich kühl, das Wetter war perfekt. Es hat nicht oben noch gebrannt, es hat ein bisschen gewindet. Es war wirklich sehr schön. Hier in Zug sind wir bei der Unterkunft angekommen. Haben uns installiert, haben alles präpariert für zum Fusen, haben getuschelt. Dann sind wir noch ein bisschen ins Dorf, ein bisschen angelaufen. Es hat, man sieht, es ist recht auf Pilger eingestellt da. Es hat einen Sportladen, es hat diverse Kleiderläden, Schuhläden, dass man sich eindecken kann, falls die Schuhe durch sind. ja, wir sind noch Proviant einkaufen für morgen. Und jetzt vorher haben wir ganz fein gegessen. Auch in der Kirche waren wir noch. Schön gewesen, ja. Sehr schön gewesen. Und dann sind wir noch auf den Spuren. Also wir haben noch ein Ungeheuer verfolgt. Wir haben es dann leider in der Gasse verloren. Es war schneller gewesen als wir. Die Spuren, die wären eigentlich zum Museum gegangen. Das Museum der Bestien von Genon. Das heisst, im 18. Jahrhundert hat sich in dieser Gegend ein Ungeheuer, eine Bestie in Wolfsform umeinandertrieben und hat vor allem jugendliche Frauen und Kinder gefressen, verschleppt. Es sind scheinbar fast 100 Menschen zu dieser Zeit umgekommen. Ja, das ist viel. Es ist klar, die Mythenwelt und die Realität die vermischt sich. Mhm. Aber wenn man das so lesen tut, dass ich weiss nicht, was heute Abend noch passiert, wenn da irgendwie ein Wolfsgeheul draussen am Ertönen ist, dann wissen wir es. Vielleicht ist der Geist von der Bestie von Schönau. Er läuft am kalten Rücken. Ja. Es gibt, glaube ich, noch einen Film, den wir mal gesehen haben. Gibt eine Dokumentation. Schreibt mal in den Comments, ob ihr Interesse habt, am Link für den Film. Mhm. Morgen geht es eine ganz kurze Strecke aufgrund von der Bettensituation. Ja, richtig. Wir haben telefoniert und wir haben nur ein Bett in einer Distanz von 11,4 Kilometern bekommen. Das heisst, morgen gibt es einen ganz kurzen Tag. Das geniessen wir. Wir haben zwar keine Ahnung, wann wir rein können. Wir schauen, dass wir mal am Eis anklopfen. Wenn es dann heisst, irgendwie können wir einen Boy finden, dann müssen wir halt schauen, was wir dann machen. Aber langweilig wird es uns sicher nicht. Nein, ganz sicher nicht. Hast du noch irgendetwas? Nein, ist gut. Gut. Danke fürs Zuschauen. Gute Nacht miteinander. Bis morgen. Und buen camino. Tschüss, ciao, ciao. Tschüss. Und buen camino. Tschüss, tschüss. Ai, ai, ai. Muss noch abstellen.